Glücklich sein. Das ist für die meisten von uns der Sinn des Lebens. Aber so richtig klappen tut das empirischen Umfragen und der eigenen Erfahrung nach ja nicht oder nur selten. Woran liegt das? Habe ich dann einfach nur Pech im Leben oder zu wenig Geld, noch nicht die große Liebe gefunden oder Gott, zu kleine Brüste? Oder sollte ich anfangen zu meditieren? Eine verzwickte Lage. Viele Möglichkeiten, viele Glücksratschläge, viele unbewiesene und sich widersprechende Behauptungen. Was macht man da? Man kann dann seinen Gefühlen folgen, so wie Klimaskeptiker und Impfstoffverweigerer. Man kann die Behauptungen aber auch objektiv testen. Das nennt man dann, Achtung, böses Wort, Wissenschaft. Und wie der Zufall so will, haben tatsächlich in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel Psychologen und Soziologen damit angefangen, empirische Studien zum Glück und zu Glücksversprechungen zu machen und Glücksratschläge zu testen. Und sie haben dabei festgestellt, dass viel davon, was als Weg zum Glück verkauft wird, nicht besonders gut funktioniert bei den meisten und das, was bei den meisten funktioniert, kaum jemand im Blick hat. Grund genug, jetzt mal zu fragen, was für falsche Glücksversprechungen gibt es denn? Warum funktionieren sie nicht? Und warum fallen wir trotzdem immer wieder drauf rein? Was meinen Psychologen überhaupt, wenn sie von mehr oder weniger glücklichen Menschen sprechen? Und kann man das überhaupt messen? Man könnte ja denken, Glück, das ist doch aber etwas Subjektives. Das kann man doch gar nicht wissenschaftlich so richtig untersuchen. Ja, es ist subjektiv. Und genau deshalb befragen Forscher die Teilnehmer an ihren Studien nach ihren subjektiven Glücksempfindungen. Und sie kombinieren dabei typischerweise zwei Arten von Fragen. Zum einen, wie häufig jemand positive Gefühle erlebt. Also zum Beispiel Freude, Stolz, Interesse an etwas, Begeisterung, wie häufig er oder sie lächelt oder lacht und so weiter. Und zum anderen fragen sie, wie allgemein zufrieden mit ihrem Leben sind sie denn? Also nicht im Moment, sondern so drumherum. So messen die meisten Studien Glück. Denke ich, ist gar nicht unplausibel. So. Und wenn man Menschen fragt, wie sie in diesem Sinne denn glücklicher werden könnten, dann würden die meisten von uns wohl erstmal antworten, ich muss meine äußeren Lebensumstände verbessern. Und äußere Lebensumstände meint dann zum Beispiel den Beruf, wie viel Geld man verdient, was man sich kauft, was für soziale Beziehungen man hat, also ob man zum Beispiel Single ist oder in einer Beziehung lebt, wie es mit Kindern aussieht, wie man wohnt, die Gesundheit und so weiter. Und die empirische Glücksforschung überprüft dann durch Studien, wie wirken denn verschiedene solcher äußere Lebensumstände sich darauf aus, wie glücklich und zufrieden Menschen dann tatsächlich sind. Nehmen wir zum Beispiel mal die Heirat. Heirate, dann geht es dir besser. Wie könnte man sowas jetzt überprüfen, empirisch? Durch Langzeitstudien. Langzeitstudien laufen meist über viele Jahre und die Teilnehmer werden dann, also meist ja auch Langzeitstudien, und die Teilnehmer werden dann immer mal wieder gefragt, wie glücklich und zufrieden sie denn sind. Und zugleich fragt man nach ihren äußeren Lebensumständen, die sich im Laufe der Zeit ja auch verändern. Zum Beispiel eben heiratet ein Teil der Teilnehmer dann irgendwann. Und dann kann man sehen, wie sich diese Heirat über die Jahre auf das Glücksempfinden auswirkt. Und entsprechende Studien ergeben dazu dann so ungefähr Folgendes. In der Zeit vor der Heirat steigt das Glücksempfinden typischerweise an. Logo.
Deshalb entschließt man sich ja auch meist zu heiraten, weil die Beziehung eben gut läuft. Aber wie lange hält das an? Um es mal mit Thomas Mann auszudrücken, echt krass. Schon läppische 2 Jahre nach der Hochzeit sinkt das subjektive Glücksempfinden im Durchschnitt wieder auf das Niveau, als eine Hochzeit noch nicht in Sicht war. Warum das so ist, dazu gleich mehr. Vorher noch ein zweites Glücksversprechen, nämlich, was auch sehr weit verbreitet ist. Good evening and welcome to the Money Program. Tonight on the Money Program we're going to look at money. Lots of it. On film and in the studio. Mehr Geld bedeutet mehr Glück. Das meint fast jeder. Aber was hat die Forschung dazu herausgefunden? Dazu wieder eine Langzeitstudie aus Deutschland. Mehr Geld macht tatsächlich zufriedener, aber nur bis zu ca. 2000 Euro netto im Monat für einen Singlehaushalt. Zu zweit 3400 und für jedes Kind dann nochmal 1000 Euro mehr. Kinder sind uns teuer im doppelten Sinne. Das Wichtigste aber, über diese Einkommensgrenze hinaus gibt es kaum noch einen Zusammenhang zwischen Einkommen und Zufriedenheit. Ähnliche Studien gibt es auch aus den USA und da zeigt sich, dass so ab 60.000 bis 75.000 Dollar, ich nehme an, das ist brutto, gibt es gar keinen Zusammenhang mehr zwischen mehr Glück und mehr Geld. Anders formuliert, die Gruppe der Leute, die jährlich 1 Million Dollar verdient, ist nicht glücklicher als die Gruppe, die 80.000 Dollar verdient, obwohl die das Zehnfache haben. So viel zu, reich ist immer am besten. Wie ist das umgekehrt? Ist arm sein glücksmäßig dann eigentlich auch nicht so bedeutsam? Arm ist in Deutschland definitionsgemäß derjenige, der weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens hierzulande zur Verfügung hat. Und Umfragen zeigen nun für diese Gruppe, es ist schwerer, auch nur durchschnittlich glücklich zu sein, wenn man arm ist. Nicht unmöglich, aber eben deutlich seltener. Also dieses schöne Lied Arbeitslos und Spaß dabei, das ist wohl eher ironisch wahr. Und wenn man finanziell aus der Armut rauskommt und Teil der Mittelschicht wird, dann nimmt das Glück deutlich messbar zu. Deutlich messbarer jedenfalls, als wenn man aus der unteren Mittelschicht zum Beispiel in die obere Mittelschicht aufsteigt. Warum ist das so? Ich hätte da zunächst mal ganz naiv gedacht, naja klar, die Armen können sich halt nur Kleider von Kick leisten und rostige Autos und peinliche alte Handys. Das stimmt so aber nicht. Worunter Arme eher leiden ist, dass ihnen das Geld fehlt, stressige Probleme zu lösen. Und wer ein bisschen Milieukenntnis hat und Arme kennt, dem ist das eigentlich auch ziemlich klar. Das Auto ist kaputt oder die Waschmaschine. Und ich kann mir die Reparatur eigentlich nicht leisten, aber ich brauche halt das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Und mit schmutzigen Kleidern rumlaufen, das ist auch nicht angenehm. Oder eine Scheidung steht an und ich weiß, nach der Trennung habe ich einfach nicht mehr genug Geld für eine halbwegs ähnliche Wohnung, wo ich jetzt drin bin, für mich und die Kinder. Und dann müssen 3 von denen in ein Zimmer. Und das ist echt stressig. Nicht arm zu sein, steigert unser Glück also nicht vor allem, weil man dann nicht mehr tolle Sachen konsumieren kann, sondern das Mehr an Geld löst Probleme, die uns ansonsten eben belasten würden. Es gibt Sicherheit und das macht zufriedener. Der Zusammenhang von Geld und Glück sieht also in etwa so aus wie eine sich abflachende Kurve. Die Ökonomen und Kampftrinker unter uns kennen das als das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Das erste Bier schmeckt super, das zweite gut. Das dritte ist okay, das vierte und fünfte kippt man halt so rein, aber ab dem sechsten spätestens steigt die Stimmung dann gar nicht mehr so richtig an und irgendwann kann sie sogar kippen.
Nun kotzt man aber natürlich selten, weil man viel Geld hat. Wo ist dann also das Problem, wenn man versucht, reich zu werden? Naja, das Problem ist, wie man an das Geld rankommt. Where's the money, Lebowski? Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, shithead? It's down there somewhere. Let me take another look. Wenn Menschen denken, mehr Geld, mehr Glück, dann investieren sie mehr Zeit und Energie in den Erwerb von mehr Geld. Und diese Ressourcen fehlen dann unter Umständen in anderen Lebensbereichen, wo sie eben mehr Geld gebracht hätten, beispielsweise investiert in gute Freundschaften oder in Familie. Aber zurück zu dem erstaunlichen Phänomen, dass man ab einem doch relativ geringen Niveau, so um 2000 Euro netto für einen Single, durch mehr Geld kaum mehr Glück bekommt. Oder dass 2 Jahre nach der Hochzeit im Schnitt man wieder so glücklich oder unglücklich ist wie vor der Ehe. Warum ist das so? Ursache dafür ist, sagen Psychologen, vor allem ein Mechanismus, den sie hedonistische Anpassung nennen. Wir haben die Tendenz, uns selbst an große äußere Veränderungen in unserem Leben emotional anzupassen. In dem Sinne, dass wir uns an sie gewöhnen und zu dem Glückslevel zurückkehren, das wir vor der Veränderung hatten. Wir kennen etwas Ähnliches bezüglich unserer Sinne. Wir kommen in einen Raum und da riecht es schlecht und das stört uns zunächst mal sehr und das fällt uns auch wirklich auf. Und nach einer gewissen Zeit registrieren unsere Sinne den Geruch kaum noch oder gar nicht mehr. Ähnlich reagieren wir auf die meisten selbst großer Veränderungen in unserer Umwelt. Nach einer gewissen Zeit, Tage, Wochen, Monate, kehren wir zu dem für uns typischen Glückslevel zurück. Wenn ich also statt 4.000 Euro 5.000 Euro im Monat verdiene, dann freue ich mich natürlich zunächst mal und ich kaufe mir vielleicht ein neues Auto oder ziehe in eine schönere Wohnung mit Balkon. Aber dann, nach ein paar Wochen oder Monaten, fällt mir kaum noch auf, dass mein Wagen jetzt schneller beschleunigt oder irgendwie schicker ist als mein alter. Und in der schöneren Wohngegend fange ich an, meine neue Wohnung mit den anderen schönen Wohnungen drumherum zu vergleichen, die statt Balkon vielleicht sogar einen Garten haben. Und dann freue ich mich über meine neue Wohnung mit dem schönen neuen Balkon, gar nicht mehr wie am Anfang. Der Balkon ist dann einfach selbstverständlich und keine Glücksquelle mehr. Und Ähnliches gilt zum Beispiel auch für Lottogewinner. Zunächst sind die sehr glücklich, aber Umfragen zeigen, schon nach etwa 6 Monaten sind sie dann wieder auf den Glückszustand vor dem Lottogewinn sozusagen zurückgesunken. Ein Forscher hat das Verhältnis von Geld und Glück, jetzt wenn man Armut mal rausnimmt, mal so zusammengefasst und das fand ich gut formuliert. Many people think more money brings them lots of happiness for a long time, but it brings them only a little happiness for a short time. Und das dahinterliegende Prinzip, die hedonistische Anpassung, gilt auch für viele nicht materielle Glücksversprechungen. Siehe heiraten oder zum Beispiel auch für Schönheits-OPs. Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility. Your poor father would be appalled at your lack of promotion. I'll make you 20 years younger. And already she's twice as beautiful as she was before. Voila! Unmittelbar nach der OP berichten Operierte in der Regel glücklich und zufrieden zu sein. Aber schon nach 6 Monaten? Wir alle haben diese hedonistischen Anpassungen schon erlebt, wenn wir darüber nachdenken. Und wir beobachten das ja auch bei anderen. Warum glauben wir dann aber den genannten Glücksversprechungen trotzdem? Da gibt es viele Gründe für. Unter anderem, rein psychologisch betrachtet, hängt das wohl mit etwas zusammen, was Psychologen Effective Forecasting nennen.
Also ungefähr gefühlsbezogene Vorhersagen. Und in diesen gefühlsbezogenen Vorhersagen sind wir nicht besonders gut. Man hat zum Beispiel Leute gefragt, wie sie sich fühlen werden 2 Monate, nachdem ihr Partner sie verlassen haben würde. Und die Antwort ist dann halt bei den meisten, schrecklich, ich wäre irgendwie immer noch am Boden zerstört. Und wenn man das in einer Langzeitstudie genug Leute fragt und wartet, dann werden ja auch einige dieser Betroffenen tatsächlich von ihren Partnern verlassen. Und dann hat man sie 2 Monate nach diesen Trennungen wieder gefragt, wie es ihnen geht. Und dabei kam dann heraus, dass die tatsächlichen negativen emotionalen Auswirkungen deutlich weniger schlimm waren und auch deutlich schneller wieder abgeklungen sind, als das von den Verlassenen vorausgesagt wurde. Viele Studien dieser Art zeigen Ähnliches. Wir neigen dazu, die emotionale Auswirkung von etwas, was in der Zukunft passiert, zu überschätzen. Und zwar sowohl, was die Länge anbelangt, als auch die Intensität. Und das gilt für schlechte wie für gute Ereignisse. Eine Beförderung, das Heiraten haben wir gesehen, Schönheits-OPs, schicke Aussagen. Wir denken, lots of happiness for a long time, but actually only little happiness for a short time. Aber warum sind wir so schlecht in effective forecasting? Das scheint durch etwas verursacht zu sein, was Psychologen Focalism nennen. Eine Art Überfokussierung, würde man das am besten wohl übersetzen. Wenn wir überlegen, wie wir uns zukünftig fühlen werden, dann fokussieren wir sehr auf das Ereignis selbst und wir vernachlässigen, dass sich dann aber auch vieles andere drumherum ändert oder sich eben nicht ändert. Und dieses andere, was wir eben nicht im Blick haben, das beeinflusst uns emotional aber auch. Beispiel, wenn ich frage, wie du dich in 6 Monaten nach einem Millionen-Lottogewinn fühlst, dann sagst du wahrscheinlich, ja, immer noch super. Und das liegt dann aber daran, dass du nur auf den Lottogewinn fokussierst und dabei bleiben alle anderen deiner Probleme eben außen vor. Und zwar die Probleme und auch die Probleme, die du mit Geld nicht lösen kannst und die deshalb mit dem Lottogewinn eben auch nicht verschwinden. Und wenn man verlassen wird, gibt es da übrigens ähnliche Erscheinungen. Man stellt dann doch fest, dass man irgendwie Freunde hat, die sich um einen kümmern und verschiedene andere Sachen. Von daher ist das dann nicht so schlimm, wie man das zunächst mal sich vorstellt. So, und warum ist es wichtig zu wissen, dass es eine hedonistische Anpassung an veränderte Lebensumstände gibt und wir schlecht sind in emotionalen Wettervorhersagen? Das ist wichtig, weil wir unsere Entscheidungen, A oder B zu machen, meist eben auch davon abhängig machen, was für Glücks- oder auch Unglückserwartungen wir an A und B knüpfen. Und wenn diese Glücks- oder Unglückserwartungen falsch sind, dann fällen wir eben falsche Entscheidungen. Also zusammengefasst hört sich das alles ja erstmal wirklich nicht erfreulich an. Wir glauben, beeinflusst durch ein fehlerhaftes Effective Forecasting und Überfokussierung, bestimmte äußere Veränderungen unserer Lebenslage machten uns glücklicher. Und wir strecken uns an und wir zahlen vielleicht sogar einen hohen Preis dafür. Und dann erreichen wir das angestrebte Ziel und kurzfristig sind wir glücklicher als vorher. Aber dann, nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder bei größeren Sachen wie heiraten, nach 2 Jahren, greift die hedonistische Anpassung und wir sinken wieder zurück auf das Grundniveau, das wir vorher hatten. Psychologen haben dieses erfolglose Bemühen als hedonistische Tretmühle bezeichnet. Das Streben nach Glück sei mit einer Tretmühle vergleichbar. Man arbeitet die ganze Zeit daran und kommt doch nicht so recht von der Stelle. Ah!
gute Nachricht ist aber, das ist zwar oft so, so muss es aber nicht sein. Denn diese hedonistische Tretmühle gilt vor allem für Veränderungen in unseren äußeren Lebensbedingungen. Glück hängt aber nur zu einem eher kleinen Teil von diesen äußeren Lebensbedingungen ab. Viele Studien deuten darauf hin, dass unsere alltäglichen Denk- und Verhaltensweisen einen viel größeren Einfluss auf unser Wohlbefinden haben als diese äußeren Umstände, zumindest wenn die sich so im normalen Bereich verwenden. Also ein Bürgerkrieg ist wahrscheinlich was anderes. Und unsere alltäglichen Denk- und Verhaltensmuster können wir prinzipiell ändern. Und welche Denk- und Verhaltensmuster das sind und wie wir die ändern können, das verrate ich im nächsten Video auf diesem Kanal. Also anschauen, wen das interessiert. Und wie immer freue ich mich über Kommentare, über jeden Daumen hoch und besonders über neue Abonnenten. Also bis bald und danke fürs Dabeisein.